So Leute, ja, ich habe, also in diesem Video soll es darum gehen, was bringt ein Scherenfernrohr? Weil einige irgendwie sich beschwert haben, du fährst mit deiner Badshit mit Scherenfernrohr oder hier mit deinen Scouts. Es gibt nur eine maximale Sichtweite von so und so viel. Dementsprechend Scherenfernrohr ist überflüssig. Und ich möchte euch eindrucksvoll hier zeigen, dass ein Scherenfernrohr eben nicht überflüssig ist. Und zwar, wer meine Videos kennt, hier der T71er Scout von mir. Dieser Scout hier, ne? Hat ein 7er Perk. Also meine Crew hat 7 Fähigkeiten. Unter anderem Weitsicht, Speer und Waffenbrüder. Wie ihr seht, ich bin in Bewegung. Mein Scherenfernrohr ist nicht an. Und ich mache hier ein Jagdtiger auf. Okay? Ein Jagdtiger. Nichts anderes. So. Jetzt wollen wir mal gucken, weil man muss ja stehen bleiben, damit Scherenfernrohr angeht. So, ich fahre näher ran, ich bin in Bewegung, bleib stehen und Scherenfernrohr geht jetzt an. Und genau jetzt gehen die 2 Artis da hinten auf. Versteht ihr jetzt, was ich meine? Weil viele meinten, ah, Scherenfernrohr ist überflüssig, wenn du schon Waffenbrüder, Weitsicht, Speer und sowas hast und Lüftung, dann reicht das ja, es gibt ja eine maximale Sichtweite von so und so und so. Nein, wenn mein Scherenfernrohr angeht, mache ich zusätzlich noch die Panzer auf, die da hinten, sagen wir mal, mehr oder weniger getarnt rumgestanden haben, was ich vorher nicht aufgemacht habe. Ja, das sollte das mal dazu gewesen sein. Also Scherenfernrohr ist nicht überflüssig, sondern macht zusätzlich die Tarnwerte mancher Panzer wett, indem man mit Scherenfernrohr dann halt irgendwie noch die weiter hinten stehen bzw. besser getarnten Panzer auch erspähen kann. Ja, so viel mal dazu. Also, ich hoffe, ihr abonniert hier meinen Kanal, auch meinen Kraftsportkanal. Links sind unten in der Beschreibung. Ja, und dort findet ihr auch mein Facebook. Und wer zu uns möchte, braucht ein Tier 10 Panzer. Bis dann.